Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Wie kann ich mich am schnellsten daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist? Indem ich zum einen mich an mein wahres Ziel erinnere und zum anderen meinen Wert im anderen sehe. Wenn ich meinen Wert im anderen sehe, bin ich in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Das bedeutet schlussendlich auch, alles, was ich im anderen sehe, erkenne ich in mir. Alles, was ich im anderen wertschätze, erfahre ich in mir. Wertschätze ich im anderen immer wieder dieselbe Geschichte, dass er blöd ist, dass er dumm ist, dass er dieses und jenes falsch macht und dieses und jenes hätte nicht tun sollen, erfahre ich das in mir. Wertschätze ich im anderen das Licht Christi, erfahre ich das in mir. Und wieder einmal, ganz einfach und ganz simpel, und ich liebe diese Einfachheit des Kurses im Wundern, denn der Kurs in seiner Einfachheit führt uns geradeweg in den Himmel. Und hier wieder die Erinnerung, wir können nicht alleine in den Himmel gehen. Wir gehen mit allen oder gar nicht. Wenn wir alleine sind, sind wir es deshalb, weil wir uns als getrennt erfahren. Und wenn wir uns in einer heiligen Beziehung erfahren, dann sind wir auf dem Weg zu Gott. Eine heilige Beziehung hat ein interessantes Merkmal. Wir brauchen keine Worte mehr, um zu kommunizieren. Wir brauchen keine Worte mehr, denn wir sind eins im Geist. Und wenn wir eins im Geist sind, warum sollten wir dann noch Worte für irgendetwas brauchen? Der Himmel ist in dir. Der Frieden ist in dir. Die heilige Beziehung, in der es keine Worte mehr benötigt, ist in dir. Jetzt möchtest du vielleicht fragen, ja, wie soll ich all dies erreichen? Wie soll ich all dies jemals hervorbringen? Ja, du wirst es nicht tun. Du, Name, hast dich ja in der Dunkelheit verirrt. Du, Name, bist ja derjenige, der glaubt, ein getrennter Körper zu sein. Du, Name, hast ja die Misere gemacht, die dich dorthin führte, wo du jetzt bist. Und deshalb kannst du es nicht tun. Aber, und das ist die frohe Botschaft, es gibt einen Berichtiger in dir, der all dies wieder in die Ordnung zurückführt, all dies heilt, was du in dieser Dunkelheit für wahr gemacht hast. Und viele Kursschüler scheitern daran, wenn sie zum Beispiel den Satz hören, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ja, wie soll ich das jemals erreichen? Wie soll ich das jemals tun? Ich muss noch irgendwas tun, damit diese Lektion endlich in mir beginnt, damit ich sie endlich erkennen kann. Hey, der Berichtiger in dir tut das. Du bist nur aufgefordert, die Lektion heute anzuwenden. Und dann wird mehr und mehr Licht in das Halbdunkel kommen, an das du dich gewöhnt hast. Das Halbdunkel ist viel zu wenig. Und wenn wir von einer heiligen Beziehung sprechen, dann weißt du heute, was eine heilige Beziehung ist. Du hast einen Maßstab. Du brauchst keine Worte mehr, um zu kommunizieren. Geister sind verbunden. Den Wert, den ich in dir sehe, erkenne ich in mir.
Möchte ich in dir die Schuld und Sünde wahrmachen, habe ich sie in mir noch nicht gelöst, geheilt. Möchte ich in dir nur noch den Christus sehen und erkennen, werde ich es erfahren. Finde den Christus in einem jeden, der dir heute begegnet, und du wirst den Sinn und Zweck deines Daseins erkennen. Bist du motiviert, den Christus in deinem größten Feind zu sehen? Möchtest du diese kleine Bereitschaft aufbringen? Möchtest du ihn jetzt in deinem geistigen Auge sehen und ihm sagen, hey du, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich einfach nur getäuscht. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe mich in dir getäuscht und in mir. Doch jetzt möchte ich den wahren Wert in dir erkennen. Ich möchte das Licht in dir sehen, das in dir wie in mir sicher enthalten ist. Und vielleicht bist du jetzt in der Lage, deinem Gegner, denjenigen, den du angegriffen hast, das Licht in ihm zu sehen. Und jetzt erkennst du deinen Sinn und Zweck, deinen wahren Sinn und Zweck, der bisher verborgen war in den Angriffen, in den Überzeugungen, in den Ideen über die Welt. Jede Idee, die du über die Welt hegst, ist dazu gemacht, um deinen Geist im Halbdunkel zu halten. Manchmal geben wir uns zufrieden mit dem Halbdunkel und vergessen, dass das Licht existiert. Und manchmal scheint es schwierig zu sein, ins Licht zu kommen, ein Träger des Lichtes zu sein, sich selbst ein Licht zu sein. Und manchmal scheint die Welt so verrückt und abstrus zu sein, dass dies scheinbar unmöglich ist. Aber genau jetzt ist es möglich. Und wenn es jetzt möglich ist, ist es immer möglich. Wisse, dass der Himmel in dir ist. Und er muss in dir sein, weil du danach suchst. Wisse, dass das Paradies in dir ist. Und es muss in dir sein, weil du danach suchst. Und wisse, dass die heilige Beziehung in dir ist. Sie muss in dir sein, weil du danach suchst. Und nach allem, wonach du suchst, das wirst du finden. Suchst du nach Konflikt, du wirst ihn finden. Suchst du nach der heiligen Beziehung, deinem wahren Sinn und Zweck hier, du wirst es finden. Das Ego sagt, suche, aber finde nicht. Der Heilige Geist lädt dich ein, zu finden und nicht mehr jahrtausende lang auf ihren Pfaden herumzuirren und immer wieder enttäuscht zu werden, sondern der Heilige Geist lädt dich jetzt ein, genau jetzt, in absoluter Stille, deinen wahren Sinn und Zweck zu erfassen und dir ein eigenes Licht zu sein.
Sei dir dein eigenes Licht. Beginne zu leuchten, indem du alle, die ganze Welt im Lichte siehst. Halte niemanden mehr in der Dunkelheit deiner Überzeugungen fest. Halte nichts mehr im Mangel. Gebe dem Ichlein keine Gelegenheit mehr, über dich zu herrschen. Richte dich auf, majestätisch, mit deiner ganzen geistigen Kraft. Suche nicht mehr die körperliche Freiheit, suche nicht mehr das körperliche Glück oder Vergnügen. Suche die geistige, immerwährende Schönheit in dir. Und du wirst nichts mehr auf dieser Erde suchen müssen, denn alles, was du brauchst, wird dir in jedem Augenblick gereicht. Finde dich wieder in der heiligen Beziehung, in deinem heiligen Freund. Entzünde das Licht in ihm und du bist dir dein eigenes Licht. Entzünde das Licht in der Welt und du beginnst zu leuchten. Du hast nach dem Schalter gesucht. Hier ist er. Er ist in der Welt, die du bisher verurteilt hast und jetzt zum Leuchten bringst. Lektion 257. Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Wenn ich mein Ziel vergesse, kann ich nur verwirrt sein, unsicher dessen, was ich bin, und daher in Konflikt mit meinen Taten. Niemand kann widersprüchlichen Zielen dienen und ihnen gut dienen. Noch kann er funktionieren ohne tiefe Not und schwere Depression. Lass uns deshalb entschlossen sein, uns daran zu erinnern, was wir heute wollen, auf dass wir unsere Gedanken und Taten auf bedeutungsvolle Weise vereinheitlichen mögen und nur das erreichen, was Gott möchte, dass wir heute tun. Niemand kann widersprüchlichen Zielen dienen und ihnen gut dienen. Schau dir mal deine widersprüchlichen Ziele an. Siehst du nicht, dass sie dich verwirren? Siehst du nicht, dass du in Wahrheit gar keine Ziele hast, wenn du den widersprüchlichen Zielen folgst? Heute hier, morgen da, in diesem Augenblick hier und im nächsten Augenblick schon wieder etwas anderes? Siehst du nicht die Verwirrung, die dadurch entsteht, dass du deinen Sinn und Zweck vergessen hast, ihn nicht kennst? Wenn ich mein Ziel vergesse, kann ich nur verwirrt sein. Und wir haben gestern angeschaut, Gott ist unser einzigstes Ziel. Und wir sind hier nicht alleine. Wenn Gott unser einzigstes Ziel ist, dann können wir uns nicht mehr mit dem Halbdunkel zufrieden geben. Gib dich nicht zufrieden mit dem bisschen Glück, mit dem bisschen Frieden und mit der bisschen Freude, die ab und zu mal aufkeimt. Verlange nach allem, nach dem vollständigen Glück
und der vollständigen Freude. Wir haben uns lange genug mit dem halben, Leben, mit dem Halbdunkel zufrieden gegeben. Heute entzünden wir das Licht. Wir sind uns heute selbst ein Licht. Vater, die Vergebung ist das Mittel, das du für unsere Erlösung wähltest. Lass uns heute nicht vergessen, dass wir keinen Willen außer deinem haben können. Und somit muss denn unser Ziel auch deines sein, wenn wir den Frieden erreichen möchten, den du für uns willst. Die Vergebung ist das Mittel. Du wirst kein anderes Mittel finden. Du wirst nichts anderes finden, was dich glücklich macht. Es ist die Vergebung. Wir kommen nicht darum herum. Und das Tröstliche ist doch, wenn uns hier gesagt wird, hey, das Ziel Gottes ist dasselbe wie das meine. Den Frieden. Dass wir den Frieden erfahren. Und wenn ich mich mit Gott verbünde, kann ich wohl kaum scheitern. Oder? Ich scheitere nur, wenn ich mich mit dem Ego, mit dem Halbdunklen verbünde, das nur ein bisschen Licht zulässt und vor dem großen Licht Angst hat. Das große Licht ist erschreckend, es ist bedrohlich, es ist angsteinflößend. Für den Christus ist nur eines. Der Christus kann nur eines sehen, und das sind die Strahlen Gottes, die jetzt in dir sind. Nimm wahr, dass du jetzt von den Strahlen Gottes durchdrungen bist. Nimm wahr, dass du jetzt ein Strahl Gottes bist. Beginne zu leuchten, indem du die Welt entzündest im Licht Gottes. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumsen.